Oder was? Quelax? Ich weiß nicht, ich habe die Soundtracks ja, da ich die Prepare to Die Edition habe. So, Höhlensoldaten, Lettuch, Silberritter Sachen, Gargoyle Helm, Havels Rüstung kann in die Kiste. So, und waffenmäßig haben wir unser Bastardschwert. Die Dämonenmachete kann weg, gezackte Geisterklinge kann weg, Panzerbrecher, die Dämonengroßäxte können weg, okkulte Keule, Drachenzahn, Dämonenspeer, Titanit-Fangstab, die Waffe des Titanit-Dämonen, eines aus einem Brocken Titanit geborenen gesichtslosen Steinmonsters. Die Waffe besitzt Zauberkräfte, die vielleicht ursprünglich in dem Titanit-Brocken enthalten waren. Die Waffe ist bekannt für ihren Sprungschlag, bei dem Gegner von oben niedergeschmettert werden. Ja, wir wurden oft genug niedergeschmettert. Drachentöter Großbogen. Den Beschleuniger brauchen wir. Eine Flamme haben wir jetzt zwei. So. Drachenschild brauchen wir nicht mehr. Genauso wenig wie das Spinnenschild. Und die ganzen anderen Piekse-Schilde. So. Havelschild brauchen wir auch nicht. Gut. Sachen sind repariert. Wir sind gestärkt. Können also uns auf dem Weg zurück zum Feuerbandschrein machen. Denn hier haben wir soweit alles abgeschlossen. Wir kommen nicht, ja nicht weiter. Wegen der goldenen Nebelwand. Aber ich wollte unbedingt die Feuerglut haben, bevor ich irgendwas anderes mache. Übrigens... wir haben nur drei rote Brocken, ne? Das ist schade. Aber das wird reichen müssen. So, jetzt geht es ab zurück zum Feuerbandschrein. So, dafür müssen wir einfach mal wieder durch Quelaks Rieseneierkuppel durch. Das sind ganz schön massive, harte Eier, wenn sie unseren Kampf hier drin so gut überleben konnten. Quelak war schon ein komischer Boss. War ein Spinnenmonster, was Eier gelegt hat und Lava gekotzt hat. Tolle Kombination übrigens. Naja, genauso wie die Kombination von ihrem Oberkörper und ihrem restlichen Leib. So. Dann heißt es jetzt wieder ab durch den Sumpf. Ich leg mal meinen rostigen Eisenring an. Dumm-di-dumm-di-dumm. Lass mich kurz vergiften. Schlag die Jungs aus dem Weg. Und da steht jemand. Ah. Hallo, Shiva. Hello again. Strange to meet away from the clan in the forest. But why you are here? How about some equipment? I love collecting these things. But I can only keep so many. And you know, you are a friend. I'll sell them cheap. Das war nicht so gut. Das ist weniger gut, dass die uns hier... Ah, kommt her. Wow, 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 wow. Das ist mies. Geht sterben. So. Sorry, Kumpel, redest du noch mit uns? Ja. Okay, von ihm können wir eine Geste erlernen. Himmelwärts blicken. Okay. Und wir können Waffen kaufen.
Östliches Holzmaßering verlangsamt Abnutzung von Waffen. Den kenne ich ja gar nicht. Steingroßschwert, Dämonenmachete, Schottel kennen wir, Ushikatana und Dachi. Also ja, er kommt aus dem Osten und er hat Klauen. Ja, wir könnten als Wolverine rumrennen. Mit zwei Klauen bewaffnet. Eine aus drei scharfen Klauen bestehende Waffe. Die Angriffe verursachen Blutung und die Wunden infizieren sich und heilen nur schwer. Bevorzugte Waffe der Spione aus den östlichen Ländern. Nö. Brauchen wir nichts wirklich davon. Ich will kurz an mein Leuchtfeuer hier. So. Hier kurz rasten. Und ja, ich hebe mir die ganzen Seelen auf, weil ich weiß, dass ich sie ausgeben muss. Jedenfalls ein Großteil davon. Ich brauche ja auch noch Seelen für Funkeltitanit. So. Shiva steht wahrscheinlich immer noch hier rum. Ja, der steht immer hier rum. Aber jetzt in aggressiver Position. So. Wir wollen erstmal wieder nach oben. Und zwar zurück zum Feuerbandschrein und unterwegs. Bitte nicht sterben. Auch wenn wir gerade in Höhlenform sind, wäre das trotzdem doof, wenn wir unterwegs wieder den Löffel abgeben. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Hoch. Den da um die Ecke ignoriere ich jetzt einfach mal. Und euch fliegen auch. So. Dann geht's hier hoch. Vorbei an dieser Todesfalle mit den ganzen Giftspuckern, die ja zum Glück nicht mehr respawnen. Das ist übrigens auch so eine Sache in Dark Souls 2. Da gibt es solche Gegner nicht mehr in sehr großer Anzahl. Also das meiste respawnt wirklich alles. Nur ganz besondere Gegner respawnen nicht mehr. So. Hoch. Irgendwas ist gerade gestorben für 100 Seelen. So, und jetzt die Barbaren hier. Na komm her, Barbar. Genau, fall runter. Oder spring weg von uns, dass wir dich backstabben können. Das finde ich genauso schön. Erster Barbar weg. Droppt mal wieder ein Jauche-Küchlein. So, zweiten Barbar schießen wir mal in den Kopf. Oh, sein Kumpel kommt ein bisschen angewatschelt, aber das ist uns egal. Wir haben ihn hier. Wow. Glaubst du, wir bleiben da einfach stehen, während du das machst? Hoch. Und zurück. Genau, mach das ruhig und wir backstabben dich nochmal. Und du hast noch ein Jauche-Küchlein für uns. So, dein letzter Kumpane und da sind wir auch schon durch. Ja, brüll ruhig nochmal. Wir backstabben dich derweil. Und nochmal, weil es so schön war. Oh, diesmal kein Jauche-Küchlein. So. Hallo, Frischluft. Du hast mich wieder. So, hier rüber. Und dann in die Ruinen von Neulondo. Und von da aus den Aufzug hoch zum Feuerbandschrein. Dumm, die dumm, die dumm.
Haben wir die Seele hier hinten? Ja, die haben wir. Das habe ich mir nämlich schon beim letzten Mal überlegt, ob ich die eingesammelt habe. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher. So, Aufzug. Dumm, die dumm, die dumm. Einmal nach oben zum Feuerbandschrein. Gut. Hallo, Feuerbandschrein. Hallo, Maid. Hast du uns was Neues zu sagen? Nein. Sie will immer noch nicht reden. Wir wollen allerdings hier hoch. Hier kurz einloggen. Genau. Mit dir wollen wir nicht reden, wir wollen mit Fremd reden. So. Ja, also erstmal will ich Gegenstände verkaufen. Davon haben wir nämlich ein paar. Läuterungssteine, nö. Jaucheküchlein könnten wir verkaufen. Wanderflüche brauchen wir, Seelen brauchen wir, könnten wir mal aufbrauchen. Menschlichkeit, Silbermünzen, genau. Die sind 3000 wert und du bist 5000 wert. Das ist ziemlich viel. Drachensteine brauchen wir noch vielleicht. Gucken wir mal, was haben wir hier. Gratis Drachenschwert, Flamberger. Gezacktes Ding. Haben wir irgendwas Unnötiges, was wir doppelt haben? Ja, das, die große Axt. Pickaxe können wir behalten. Also die Spitzhacke, tolle Übersetzung. Kristallhelebarde können wir verkaufen, auch wenn sie nur eine Seele wert ist. Ja, was das betrifft, da, zu dem Punkt komme ich später dann mal. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Büromantieflamme verkaufen wir keine, aber den ollen Talisman können wir verkaufen. Kadekus-Schild, Hüllenschild können wir verkaufen. Graswappenschild nicht, Gargoyle-Schild nicht, nö. Jetzt will ich doch mal was kurz gucken. Ja, du bist in Magie definitiv besser als das Schwarzritterschild. Deswegen behalten wir dich. So. Jetzt würde ich gerne den blauen Brocken verfüttern. Und dann würde ich gerne eine grüne Scherbe verfüttern. Farewell. So, wenn ich jetzt nachgucke, müsste ich genau 9 haben und 11. Also das reicht auf jeden Fall. Ich hätte nur gern mehr rote Brocken. Aber damit werde ich leben müssen. So. Hast du mir was Neues zu sagen, Kumpel? Oh, Miracle? Nö. Come again. Für mich geht es erstmal weiter hier hoch. Und den Aufzug. Wir wollen nämlich jetzt zum Schmied. Wir brauchen nämlich vom Schmied eine neue Waffe. Dumm, 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 dumm. So. Aber bevor wir zum Schmied gehen, würde ich gerne hier hochgehen. Zum Ablasspriester. Wow, du bist mit deinem Schlag K.O. Dankeschön. Ich habe ganz vergessen, wie stark unser Bastardschwert mittlerweile ist. So. Durch die Horde von Untoten durch. So. Geben nur ein paar Seelen. Sind ja nichts viel wert, die Jungs. Können auch nicht mehr viel. Ohne ihren Chef. So. So. Kurz aufs Dach zum Ablasspriester. Ja, der hätte sich wirklich einen schöneren Ort in der Kirche aussuchen können. So.
Da hinten steht er. Ich will nämlich meinen Eid jetzt auflösen. Das ist nämlich alles, was ich euch zum Waldeid zeigen konnte. Also, dass Shiva in die Schandstadt reist.